danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Kölbitsch, herzlich willkommen in der ausverkauften Köln-Arena. Na, ich freue mich tierisch, hier zu sein. Ich muss sagen, ich bin, als ich hierher gefahren bin, ich habe schon kaputt gelacht. Ich bin an einem Plakat vorbeigekommen. Große Aufschrift, Gesundheitsvortrag, die heilsame Kraft der Aloe Vera. Oben drüber ein großer Aufkleber, muss krankheitsbedingt ausfallen. Großartig, ich bin schon... Das ist genau meine Uhr. Man muss es vielleicht für die Fernsehzuschauer ein bisschen erklären. Wir sind hier in der Kölner Südstadt. So, und Kölner Südstadt ist so ein bisschen Ökemöke-Viertel, oder? Kann man sagen. Es ist so, Kölner Südstadt als Kölner, da denkst du sofort an Alt-68er, WDR-Redakteure, die zu trauriger Bappmusik in ihren Chianti weinen. So. Aber dann kommst du hierher und merkst, genau so ist es tatsächlich. Also ich war wirklich, bin vor dieser Aufzeichnung, bin ich noch, war ich in einem Unverpackt-Laden hier in der Kölner Südstadt. Kennt ihr Unverpackt-Läden, wo man Lebensmittel unverpackt kaufen kann? War mal jemand drin? Das ist mega, wirklich, Lebensmittel unverpackt. Meine Freunde sind sich alle schon wieder aufgeregt. So unpraktisch, muss man ganzen Scheiß mitnehmen. Ich finde es überhaupt nicht unpraktisch. Ich finde es überhaupt nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal drin, ich habe da immer so eine große Rolle Plastiktüten dabei. Ja, die sind sehr dünn, aber dann nimmst du einfach zwei. Das geht dann schon, weißt du, das ist... Gott, das müsst ihr bitte mal machen, ohne Scheiß. Und geht morgen mal hier in Köln in den Unverpacktladen mit so einer Rolle Plastiktüten und stellt euch so hin und zieht so eine nach der anderen. Und wenn dann einer fragt, dann sagt ihr, nee, das ist kein Plastik, das ist total öko, das sind getrocknete Delfinblasen. Das ist so eine... Nein, das ist schön hier. Ich liebe Köln wirklich. Ich wohne seit 20 Jahren hier in dieser Stadt. Aber ich liebe diese Stadt ohne Witz. Aber man muss es einfach mal sagen, nirgendwo auf der Welt, in keine Stadt der Welt, wird öfters auf die Straße gegöbelt als in Köln. Kann das sein? Es, ohne Witz, ich wohne in der Nähe vom Studentenviertel. Jeden Morgen Tür auf, Backmagenpizza da vorne. Und es ist, weißt du, es ist noch schlimmer, weil ich habe einen Hund. Weißt du, das ist wirklich, ja. Ey, stell das einfach vor, jeden Morgen, weil mein Hund denkt da anders als ich. Weißt du, ich mach die Tür auf, mein Hund so, bam, Buffet. Weißt du? Also, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Warum macht man das in Köln? Ist das irgendwie so Tradition? Oder ist das Reaktion aufs Stadtbild? Ich weiß es nicht. Denken sich Leute so, oh, Barbarossa-Platz. Oder ist es so Brauchtum? Ich weiß es nicht, so wie in anderen Städten irgendwie Leute einen Maibaum aufstellen. Chantal, ich hab dich so lieb, ich hab dir eine Pizza vor die Tür gelegt. Wer reintritt, muss mich heiraten. Und mein Hund so, ich. Also, nein, ist eine geile Stadt, wirklich. Ich liebe diese Stadt, aber es ist auch eine verwirrende Stadt. Es fällt mir immer auf, wenn ich U-Bahn fahre hier. Es gibt eine U-Bahn-Ansage in Köln, die mich immer wieder aus der Fassung bringt, ist folgende. Liebe Fahrgäste, bitte benutzen Sie zum Einsteigen alle Türen. Also Leute, ich habe es echt probiert, ja. Nach drei Türen fährt die scheiß Bahn los. Was soll ich machen? Es ist... Was ich noch geiler finde bei den Kölner Verkehrsbetrieben, wenn du da ein Ticket kaufst, am Schalter haben die jetzt so eine Diskretionszone. Ja? Ihr kennt das bestimmt, wenn man so 3 Meter dahinter steht. Und Diskretionszonen machen Sinn, ja, beim Arzt oder bei der Bank. Aber bei der U-Bahn? Leute, wie geheim kann dein Ticket sein? Glaubt ihr wirklich, dass da einer steht und sagt, hallo, ich muss nach Düsseldorf. Und alle hinter ihm erschlagen, wo will er, oh Gott, ich hab's gehört. Das Allergeilste ist aber, die haben da eine Diskretionszone, die Angestellten sitzen aber hinter einer Glasscheibe mit Lautsprecher. Das heißt, du stehst da in dieser scheiß Diskretionszone und dann kommst du endlich dran und dann sagst du so, hallo, ich möchte nach Leverkusen. Und dann hörst du nur aus dem Lautsprecher so ein... Leverkusen einfach oder hin und zurück? Entschuldigung, würden Sie mir die Diskretionszone einhalten? Das hat überhaupt keinen Sinn. Junge Menschen hier, finde ich total geil, muss ich ehrlich sagen. Ich hab ein bisschen eine Befürchtung, ich bin der Älteste tatsächlich. Ich werde übermorgen 43. Das ist echt. Wer ist über 30? Bitte einmal klatschen, so dass ich mal so. Okay, also. Okay.
Der Rest? Okay, du nicht. Du nicht. Darf ich fragen, wie alt du bist? 23. Oh. Ein tolles Alter. Boah. Nein, das ist kein Scherz. Nein, ist super. Ich möchte es nicht mehr sein, ehrlich. Oh Gott, 23. Das ist ein stressiges Alter. Wenn dich nachts um 3:30 noch Leute anrufen. Komm, wir ziehen mal los. Die Nacht ist noch jung. Ja, die Nacht vielleicht, aber ich nicht. Weißt du, wenn mich nachts um 3:30 jemand anruft, da denke ich nicht mehr, juhu, wir gehen nochmal tanzen. Da denke ich, oh, Tante Ilse ist tot. Weißt du, das ist echt der Unterschied. Aber genieße es, echt, es geht schnell vorbei, ganz im Ernst. Es ist wirklich, an einem Tag bist du noch irgendwie 23 oder so und wachst und irgendwie und tanzt nachts um 5 mit 6 Tequila-Gläsern auf dem Kopf im Club. Weißt du. Nächsten Tag wachst du auf bis 43, kaufst dir ein Wärmepflaster und cremst dir die Füße mit Schrundensalbe ein. Das ist meine Welt. So. Ihr wisst doch nicht mal, was Schrunden sind, ganz ehrlich. Nein, die Energie lässt nach, das werdet ihr schnell merken, Freunde. Oh, 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 die Energie lässt nach. Ich hatte kürzlich Freunde zu Besuch, die waren 25, die waren kaum in meiner Wohnung, ging der Stress schon los. Wir kamen in meine Wohnung so, ey Markus, komm, wir gehen heute in den Trampolinpark und in den Kletterpark und wir gehen ins Phantasialand und heute Nacht ist eine Party, die geht um 5 Uhr morgens los, da können wir sofort noch ein bisschen warm trinken, wie wär das denn? Und ich stehe da nur so, oder? Wir machen jetzt einen Mittagsschlaf und gehen dann früh ins Bett. Wie wäre das denn? Wir waren echt im Trampolinpark. War aber schon mal jemand im Trampolinpark hier in Köln zufällig? Das ist, ja, tatsächlich. Ist schon lustig, aber es macht schon Spaß. So, es ist wirklich lustig. Aber es gibt einfach einen Unterschied, wie du mit 25 auf dem Trampolin stehst. Oder mit 43. Weil meine Freunde kamen rein so, ja yeah, geil, hüpfen, hüpfen, Überschlag, vorwärts, rückwärts, seitwärts. War zum Kotzen. Ja. Ich kam rein so, ja, yeah, ja. Yeah. Oh. Minuten, alles klar, ich freue mich. Ja, es war schon lustig. Aber ich wirklich, wenn ihr euch mal richtig jung fühlen wollt, dann empfehle ich einen Tag im Trampolinpark. Wenn ihr euch mal richtig alt fühlen wollt, empfehle ich den Tag nach dem Tag im Trampolinpark. Leute, ich hab Schmerz, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe das Gefühl, als hätte mir einer mit einem Baseballschläger verprügelt. Ich so, bin morgens aufgewacht, dachte mir so, boah, Alter, was ist los? Ich kann mich überhaupt nicht bewegen, mir tut alles weh. Hab ich dunkle Haut? War ich gestern in Chemnitz? Was passiert, Freunde? Hab Zeit, ist okay. Mein Kumpel hat zu mir gesagt, Markus, mach dir keine Sorgen. Ja? Mach dir keine Sorgen, morgen fühlst du dich wie neu geboren. Ja, hab mich gefühlt wie neu geboren. Ich lag den ganzen Tag rum und hab sinnlos geweint. Ich merke auch beruflich, dass ich älter werde. Ist auch nicht immer schön. Ganz im Ernst, ich lache mich ja kaputt hier irgendwie, wenn ich so 25-jährige Kollegen sehe, die auf die Bühne gehen und sagen so, ey, wisst ihr noch früher, ha? Wisst ihr noch früher? Wo ich mir denke, so früher? Früher, du bist 25? Was meinst du mit früher, letzten Mittwoch oder was? Du hast auch einfach andere Themen, weißt du, das ist wirklich so, weißt du, wenn du mit 30 jemanden zum Kaffee trinken triffst, ja, und du fragst ihn so, na, wie geht's, da kommt immer sowas wie, na, mir geht's so gut, ich hab grad meinen Bachelor gemacht, ich bin verliebt und mein Chef ist so toll und die Kollegen sind so toll und, oh, bei Starbucks gibt's wieder Pumpkin Latte, YOLO. Mit jedem Wort, sie sprechen, wird der Regenbogen aus ihrem Arsch noch ein Stückchen länger. Mit 40 anders. Wenn ich jetzt mit 40 einen Kumpel treffe und ich frage ihn irgendwann so, na, wie geht's? Da kommt immer sowas wie, mein rechter Hoden ist dick. Meine Frau hat mich verlassen. Der Hund schaut mich mit dem Arsch nicht an. Und das ist auch gar kein Kaffee, das ist Dornkart. Merkst du, das ist ganz normal. Auch in der Beziehung, die Themen werden anders. Ich habe es gemerkt, in der Beziehung mit meinem Mann. Hat der Mann gesagt? Ja. Heißt das, er mit einem Mann zusammen? Ja.
Muss er das nicht erklären? Nein. Weiter geht's. Also Gott sei Dank, es ist ja echt ein bisschen entspannter geworden in Deutschland. Ich meine, in Köln sowieso. Wenn ich in Köln sage, ich bin schwul, das ist immer so ein bisschen, wie wenn sich in Mumbai jemand auf die Straße stellt und schreit, damit das alle wisst, ich bin Inder. Aber es ist nicht überall so. Ganz im Ernst, es ist immer noch nicht überall so. Ich weiß nicht, ob ihr es zufällig gelesen habt. In Kenia gab es einen Riesenskandal, weil sie dort in einem Reservat zwei schwule Löwen entdeckt haben. Kaiser, hat das irgendjemand gelesen? Wirklich zwei männliche Löwen, die haben da fröhlich einen weggeknattert. Zwei schwule Löwen, Simba und Detlef. Ja, bei dem einen hätte man ahnen können. Aber bei Detlef war es wirklich eine große Überraschung. Und, Nein, das Geile fand ich, dass der kenianische Zensurminister sofort eingeschritten ist, weil er gesagt hat, das müssen wir unterbinden, Achtung, Begründung, das ist nicht natürlich. Leute, ich wäre so gern dabei gewesen, wenn jemand den beiden Löwen erklärt, dass das nicht natürlich ist, was ihr auch. Ohne Witz, ich stelle mir so vor, kenianische Ranger steht da und schreit, stop it! Stop it! Out! Simba, Detlef, out! It's not natural! Und die Löwen so. Wahrscheinlich noch so. Was ist los? Wir müssen aufhören. Warum? Ist nicht natürlich. Sagt wer? Der Mann in der Kunstfaser. Ich kann nicht. Wie gesagt, mein Mann und ich, wir werden auch älter, wir merken es einfach, wir haben jetzt auch so ganz ausgefallene Hobbys wie Serien gucken. Voll aufregend. Aber das Problem ist tatsächlich, ich finde, es ist so schwierig, als Paar eine gemeinsame Serie zu finden. Gibt es Paare, die hier zusammen eine Serie gucken? Irgendjemand? So tatsächlich irgendjemand? Paare? Irgendjemand hier? Nein? Ich sage ja, es ist schwierig. Es geht nicht. Doch, da drüben. Ihr habt euch gemeldet. Was guckt ihr? Game of Thrones natürlich. Kann ich nicht. Mit meinem Mann unmöglich. Es gibt eine Frage bei Game of Thrones. Ich kann sie nicht mehr hören. Wer ist er nochmal? Ich kotze. Ganz ehrlich. Ohne Witz. Jedes Mal, Tür geht auf, wer ist er nochmal? Dann erkläre ich es ihm stundenlang, dann hat er es endlich verstanden und dann stirbt der Scheißcharakter! Es ist wirklich, ich gucke zum Beispiel gerne Gruselserien, ja? So Penny Dreadful, Walking Dead finde ich großartig. Mein Mann hasst Gruselserien. So. Das heißt, ich kann die nur gucken, wenn er nicht bei mir ist. Jetzt bin ich in meiner Bredouille, weil ich freue mich natürlich, wenn er bei mir ist. Ich würde aber auch echt gern meine Serie weiter gucken. Und jetzt erwische ich mich schon dabei, dass wir beide auf der Couch sitzen. Ja, ich gucke meinen Mann an und ich höre mich selber sagen, na, hat da jemand kleine Augen? Wir haben jetzt so Erwachsenen-Hobbys mittlerweile. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft. Das ist kein Scheiß, wir haben uns ein Wohnmobil gekauft, aber ich kann es nur empfehlen. Weil wirklich, ohne Witz, wir sind 4 Monate damit durch Europa gefahren und ich kann es nur empfehlen, weil ich wollte einfach mal wieder echte Menschen kennenlernen. Und ganz im Ernst, du lernst nie so echte Menschen kennen wie auf dem Campingplatz. Manchmal mehr, als du willst. Wenn ich so gerade so morgens um 8, weißt du, wenn sie sich alle aus dem Zelt schälen mit der Klorolle in der Hand so und ich so begrüßen so, hey, Herr Nachbar, rat mal, was ich gleich mache. Aber es ist geil, aber so als Männerpärchen ist natürlich nochmal was anderes, wenn du auf dem Campingplatz bist. Das ist echt so. Unsere erste Nacht in Österreich, ich werde es nie vergessen, waren wir bei so einem Milchbauern hinten auf der Wiese gestanden und so. Und wir haben kaum abgestellt, kommt er zu uns und sagt so, seid ihr ganz allein unterwegs? Ohne Frauen? Und ich nur so, ach, legen Sie doch erstmal die Mistgabel weg vielleicht.
Dann sind wir am Plattensee gefahren und ohne Witz, Plattensee, du triffst nur Deutsche. Du triffst nur Deutsche, das ist sensationell lustig. Jetzt gerade sehr viele Ostdeutsche, Islamisierungsflüchtlinge, finde ich ein sehr überzeugendes Konzept. Bei uns sind zu viele Ausländer, los, wir gehen ins Ausland, großartig. Und wir kommen da hin und da war neben uns ein Typ im Karawan, Herbert aus Kerpen. So, und wir hatten das Auto kaum abgestellt, kommt Herbert aus Kerpen zu uns und sagt echt mit stolz geschwellter Brust, ich fahre seit 20 Jahren hierher, ich war noch nie im Wasser. So, jo. Glückwunsch, ich weiß nicht. Aber beste war seine Frau, Moni, schwere Raucherin, saß den ganzen Tag in dem Sonnenstuhl. Abends, Herbert steht am Grill, Moni schreit ihm entgegen, Herbert, Herbert, lass die Steaks nicht so lange auf dem Grill. Das ist krebserregend. Wir waren 5 Tage am Plattensee und Moni hat in diesen 5 Tagen nicht ein Wort mit uns gesprochen. Wirklich keiner. Am 5. Abend steht sie auf, hackenstramm, ich war voll wie ein Eimer, kommt zu uns und sagt, jetzt muss ich euch mal was sagen. Ich mag euch. Aber eins muss ich jetzt mal fragen. Warum seid ihr zwei schwul? Das macht doch gar keinen Sinn. Ihr seht doch ganz passabel aus. Ich sag, Moni, was soll ich sagen? Das sind halt Tipupu. Ich kann sie ja da. Übrigens, wenn ihr noch Vorurteile habt beim Thema Homosexualität, bitte macht euch keine Sorgen, ist nicht schlimm. Ohne Witz, ich hab die auch. Ohne Witz, sogar ich hab noch Vorurteile bei dem Thema. Kein Scheiß. Ich war kürzlich auf dem 10. Geburtstag von meinem Neffen, Paul. Paul hatte 10 Freunde eingeladen. Ja? Und ich meine, ihr kennt 10-jährige Jungs. Weißt du, der Erste kommt rein so, hallo Paul, hier ist dein Geschenk. Zweite kommt rein, Paul, hier ist dein Geschenk, los, wir machen was kaputt. Penis. Es geht 9-mal so. Dann klingelt es zum 10. Mal und Lennart steht vor der Tür. Lennart sieht meinen Neffen und das Erste, was er sagt, ist, hallo Paul, oh, warst du beim Friseur? Und ich so, Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man Klischees hat. Ganz im Ernst. Ich finde nur wichtig, dass man drüber redet und dass man auch versucht, drüber hinwegzukommen. Wir haben alle Klischees. Machen wir uns nichts vor. Man sollte nur versuchen, miteinander drüber zu reden und drüber zu lachen. Guck mal, deswegen bin ich auf dieser Reise 4 Monate zum Beispiel nach Italien gefahren. So, klingt nicht spektakulär, aber ich war einfach nicht so der riesen Italien-Fan sonst immer. Ja? Italiener und ich, also der einzige Italiener, den ich mochte, das war mein Lieblings-Pizza-Bäcker. Als er irgendwann aus der Küche rauskam, habe ich gemerkt, oh Scheiße, ist ein Inder. Auch die Sprache, so dieses quack, 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 das ist nicht, das, für mich klingt es immer, wenn du in den Eimer Brot in den Ententeich reinwirfst. Weißt du, so quack, quack, quack. Aber nee, ich habe deswegen gesagt, nein, wir fahren jetzt nach Italien, ich möchte wissen, wie die Italiener sind. Und wir sind hingefahren und ich muss es einfach mal sagen, die Italiener waren unfassbar nett zu uns. Überall. Wirklich nur nette Menschen. Und ich war richtig sauer. Weil ich mir dachte, so hört auf damit. Bringt meine ganzen Klischees durcheinander. Ich bin jetzt 43, will mich nicht mehr von Fakten verwirren lassen. Freundliche Italiener, was kommt denn als nächstes? Franzosen mit Fremdsprachenkenntnis oder was? Ich war schon froh, wenn manche Klischees noch gestimmt haben. So ein Beispiel, neben uns an der Adria auf dem Campingplatz, ein italienisches Ehepaar im Zelt. So. Und direkt am ersten Abend hatten die einen Ehekrach im Zelt. Und jetzt muss ich mal sagen, ja, so eine Zeltwand ist jetzt nicht direkt eine Wand. Du hörst alles, es ging wirklich 4 Stunden aus diesem Zelt so. Vier Stunden. Aber das Geilste war, dann kommen die zwei aus dem Zelt raus und tun so, als wäre nix gewesen. Sie kommen aus dem Zelt Arm in Arm, tun so verliebt, so buenasera, buenasera.
Buenasera, amore, baci, mua, 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 buenasera, buenasera. Gehen wieder ins Zelt. Warte, Ehekrach im Zelt, was ist das für eine beschissene Idee? Schon beim Ehekrach willst du auch mal eine Tür zuschmeißen können, oder? Du willst mal sagen können, ich hasse dich, will dich nie wieder sehen. Bäm! Wie machst du das im Zelt? Ich hasse dich, will dich nie wieder sehen. Der Hauptgrund wirklich, dass ich mit dem Wohnmobil jetzt rumfahre, ist, weil ich hasse Fliegen. Das ist auch was vom Alter her. Ich kann das nicht mehr. Gerade so Billigflieger. Ich bin kürzlich mal Flybe geflogen. Kennt das irgendjemand? Das ist ohne Witz. Wenn du Flybe fliegst, ziehen sogar Ryanair-Kunden ihre Kinder von dir weg. Das ist wirklich so. Oh, Scheiße. Wenn du da, ich bin von Düsseldorf nach Birmingham geflogen, ja. Und wenn du da zu deinem Flieger willst, dann kriegst du keine Gangway. Da kriegst du nicht mal einen Bus, der dich da. Nein, wir sind dahin gelaufen. Übers ganze Rollfeld. Und wenn du den Flieger dann siehst, dann denkst du dir, oh, vielleicht laufe ich den Rest doch auch noch. So, wir hatten eine Propellermaschine nach England. Leute, Propeller, das ist doch, es ist 2020, verdammt. Propellermaschine ist doch, wenn du bei Sixten Auto mietest, dann kommt der Typ mit so einer Draisine angeörtelt, weißt du. Wenn ich Propellermaschinen sehe, warte ich immer drauf, dass mir jemand noch so eine Fliegerbrille austeilt und so einen 20er-Jahre-Schnauzer anklebt. Und dass aus dem Off noch so eine Stimme ertönt, so, hier sind sie, die mutigen Flugpioniere. Ich hasse alles am Fliegen. Es geht schon am Check-in-Schalter los. Wisst ihr, was ich richtig beschissen finde beim Check-in-Schalter? Das ist dieses Absperrband-Gitter-Labyrinth-Arschloch-Gedöns. Was soll das sein? Maislabyrinth für sehr dumme Menschen oder was? Soll ich mich da mit meinem Wägelchen einreihen, so, oh, wo ich hier wohl rauskomme, oh. Und ich weiß, die Dinger sind sinnvoll, wenn es sehr voll ist. Ja? Aber am Düsseldorfer Flughafen sind die auch morgens um 5 aufgebaut, wenn kein Mensch da ist. Ja. Ich natürlich guter Deutscher, ich nehme trotzdem keine Abkürzung. Nein, 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 ich habe ja Angst, dass die GSG 9 kommt und mich niederstreckt. Nee, ich reihe mich da ein. Morgens um 5, kein Mensch da. Typen sitzen am Check-in-Schalter, warten auf mich, ich mit meinem Wägelchen. Bin gleich da. Nur noch 10 Schleifen. Oh, German Wings, ich muss zu Flybe. Entschuldigung. Ich hatte den Flug bei Booking.com gebucht. Und ich weiß nicht, hat schon mal jemand bei Booking.com gebucht? Leute, das ist die stressigste Internetseite der Welt. Ohne Scheiß, es bis kaum drauf, schon ploppen 20 Fenster auf. Ja, überall rote Pfeile, so, sie interessieren sich für Italien. 25 andere Kunden interessieren sich für Italien. Italien ist heute sehr beliebt. Italien hat eine Weiterempfehlungsrate von 98%. Buchen Sie jetzt schnell Italien. Italien, Italien, ach, tut mir leid, Italien ist voll. So, das ist, und da fiel mir mal auf, sowas kannst du nur im Internet machen, oder? Das würden wir uns im echten Leben nie gefallen lassen. Stell mir vor, mein Metzger würde so arbeiten wie Booking.com. Stell mir vor, du gehst in die Metzgerei, Metzger steht da und sagt, guten Tag, Sie interessieren sich für Wurst. Nee, ich hätte einfach nur gern 2 Kilo Gulasch. 25 andere Kunden interessieren sich für Gulasch. Ist doch kein Mensch da. Jetzt schon 26. Gulasch ist heute sehr beliebt. Gulasch hat eine Weiterempfehlungsrate von 98%. Präzisieren Sie Ihre Gulaschanfrage, um bessere Gulaschergebnisse zu erzielen. Folgende Filter stehen Ihnen zur Verfügung. Große Brocken, kleine Brocken, mittlere Brocken. Aber eins sage ich euch. Also, wenn sie mir dann noch einen Keks in die Hand drückt und sagt, wir platzieren jetzt Cookies, dann bin ich raus. Vielen Dank, das war's von mir. Schönen Abend noch. Ciao.